Was geht ab, meine lieben Freunde? Hier ist euer, sagen wir mal, Be Real, denn hier. Also mein Kanal beweist sich das Beste, aber gezeichnet habe ich's. Wartet, ich habe hier geschrieben, Be Real, das sieht man gerade nicht. Ich hoffe, man sieht's ja. Und ich stelle es kurz hin. Und ich habe heute eine Bundesliga, wow. Wartet, eine Bundesliga-Prediction für euch. Ja, und dort geht es um die erste und die zweite Liga, wie es so ausgehen wird. So, hingesetzt. So. Hier hin. So, heute wollte ich mal schreiben, mein Kanal wird ja noch Be Real heißen, bis auf YouTube mich zulässt, den Kanalnamen zu ändern, aber ist jetzt auch egal. Okay, ich habe geschrieben, erste Liga, deutscher Meister wird und überrascht, der FC Bayern sieht man jetzt nicht, aber der FC Bayern München, ich diktiere es euch, FC Bayern München wird deutscher Meister, meiner Sicht, vielleicht sind es ja andere anders, also Vizemeister wird BVB, dritter Platz, zwei Champions League, Leverkusen mal und Champions League Qualifikation, haltet euch fest, nicht Gladbach, nicht Schalke, nicht Hertha, sondern FSV Mainz 05. Nur leider in die Europa League werden dann vielleicht die Gladbacher kommen, mit Schalke und dann noch in die Quali Hertha BSC, denn die wirken immer noch schlechter. So, überrascht, Ingolstadt auf Platz 8, mir wäre es eigentlich lieber, wenn sie in die Europa League noch gekommen wären, aber egal. 9. Platz, VfL Wolfsburg, die einfach sehr, sehr grottenschlecht spielen. Köln so im Mittelfeld, so auf Platz 10. SV Darmstadt, 11. Platz, 12. HSV, 13. TSG. So, und jetzt die letzten 5. 14. VfB Stuttgart, 15. FC Augsburg. Jetzt bleiben nur noch Bremen, Frankfurt und Hannover. Jeder weiß, Hannover steigt so und so ab. Und Frankfurt wird auch absteigen, meiner Sicht. Und Bremen schafft noch auf die Relegation und wird das schaffen. So. Und jetzt kommen wir zur zweiten Liga, meine lieben Freunde. Hoffen wir mal. Freiburg und Leipzig müssen aufsteigen. Und das werden die auch. Nürnberg, ich wünsche mir so, dass sie aufsteigen, aber da muss leider noch Bremen runter. Ja, hoffen wir für die beiden das Beste. Bochum wird überraschend und leider nur 4. Platz. St. Pauli wird 5. Platz. Berlin wird auf Platz 6 bleiben. Greuther führt auf Platz 7. Heidenheim 8. KSC 9. Kaiserslautern 10. Braunschweig 11. Arminia Bielefeld auf Platz 12. SV Sandhausen auf Platz 13. Fortuna Düsseldorf, sie retten sich nochmal und kriechen oder krabbeln noch auf Platz 14. Und der FSV rutscht immer weiter runter bis auf Platz 15. Und jetzt kommen München, Paderborn und Duisburg. Das sind einer meiner Lieblingsvereine der zweiten Liga. Paderborn. Und ja. Ich habe aufgeschrieben, München wird nur 16. werden, wieder Relegation, glaube ich mal wieder, ja. Und ja, Paderborn und Duisburg müssen direkt runter auf Platz 17 Paderborn und 18 MSV Duisburg. Es reicht einfach nicht für Duisburg. Sie steigen einmal von der dritten Liga hoch auf und dann auf einmal die zweite Liga ist zu hart für sie. Wie haben sie es dann in der letzten Zeit früher? Ganz früher in der ersten Liga geschafft. Das verstehe ich auch gar nicht. Das ist einfach, die Welt ist einfach zu kompliziert. Das ist Fußball. Genau so. Ja. Und das waren meine Prognosen. Was sind eure Prognosen? Schreibt es mir in die Kommentare. Und ja. Ich sage aus meiner Sicht. Au revoir, meine lieben Freunde. Spaß. Also, es wäre jetzt ein kleines Spaß, aber leider. Könnt ihr zwar nicht gut sehen, aber ich glaube, ihr seht es auch gar nicht. Ja. Und jetzt sage ich aus meiner Sicht. Ciao.